Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Preisverleihung geht die DKE-Tagung 2016 jetzt fast zu Ende. Bleibt nur noch eine Kleinigkeit, bei mir noch ein paar zusammenfassende Worte zu finden für diese Tagung, die, glaube ich, wirklich ein extrem inspirierendes und begeisterndes Programm hatte. So ist es mir jedenfalls gegangen. Das ging heute richtig schon mit einem, ja, Vorrit los mit furiosen Themen, die uns aufgerütteln sollten, die uns zeigen sollen, wo wir uns hinentwickeln müssen. Es hat aber auch gezeigt, dass die Idee der konsensbasierten Normung, der wir ja alle anhängen auch, nach wie vor eine gute Grundidee ist. Unsere Normung, unsere Art zu normen, muss sich aber weiterentwickeln und zwar ganz schnell. Ich glaube, das ist heute noch mal deutlich geworden und an manchen Stellen reicht auch nicht nur eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung dessen, was wir heute schon machen. An manchen Stellen müssen wir auch eine revolutionäre Entwicklung einleiten, müssen wir auch in der Normung disruptiv sein und ganz neue Themen, ganz neue Methoden anwenden. Ich glaube, das haben wir auch gesehen. Wir, wenn ich das so sagen darf, glauben, dass wir das schaffen können. Und ich denke, ich hoffe, da sind Sie bei mir. Wir haben alle Mittel in der Hand. Wir wollen das zeigen, was wir planen, welche Ideen wir haben. Wir wollen das auch gern mit unseren Kollegen international austauschen, in ganz offenen Gesprächen. Dafür haben wir dieses Jahr die einmalige Chance mit dem IEC General Meeting in Frankfurt. Wir haben unser Reinvention Lab, das genau so aufgebaut sein wird, so konstituiert ist, dass man eben diese neuen Ideen präsentieren kann, dass man den offenen Austausch mit der Community international führen kann, vielleicht auch den Diskurs. Sicherlich wird nicht alles undiskutiert angenommen werden, was wir da vorstellen. Das muss auch nicht, das soll auch nicht. Wir brauchen das ja auch. Wir müssen ja auch gucken, wo müssen wir uns vielleicht noch mal wieder justieren. Und ich denke, da werden wir einiges erleben in Frankfurt. Wir haben heute Morgen von Frau Professor Jeschke gehört, dass selbstlernende Systeme mit eigener Intelligenz schon lange kein Zukunftsszenario mehr sind, sondern durchaus Teil unserer heute schon bestehenden Gegenwart sind. Und sie werden ganz sicher bestimmend zunehmend noch mehr in der Zukunft sein. Es wurde gesprochen von Top-Down zu Bottom-Up-Modeling. Ich glaube, das hat sich sehr schön in dieser kleinen Präsentation der selbstfahrenden Roboter da gezeigt, wo die Unterschiede drinstecken. Darauf muss ich Normung und Standardisierung vorbereiten, einstellen mit agilen Prozessen, mit userorientierten Produkten und mit Services. Unsere Systeme werden kreativer werden. Wir müssen uns öffnen für neue Wege der Normungsarbeit, vom Open Mind über Open Work zu Open Source. Ich glaube, Professor Epple hat uns das auch sehr schön dargestellt, wie hier und wo hier die Herausforderungen, aber auch eben wirklich die Chancen der Zukunft liegen in solchen Methoden. Normen bleiben nach wie vor wichtig. Auch das waren klare Statements, die hier heute gefallen sind. Das sollte uns nicht beruhigen, dass wir uns zurücklehnen. Das sollte uns ermutigen, dass wir die Themen der Zukunft wirklich anfassen. Man braucht uns und unsere Arbeit. Normen verbinden alles mit allen, bringen Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammen. Und es war auch gut zu hören, dass auch der Binnenmarkt, dass auch die Kolleginnen und Kollegen in Brüssel weiterhin auf die Normung setzen, auf uns setzen, auf unsere Arbeit setzen. Frau Jorna hat das sehr deutlich gemacht und ich fand es wirklich gut und richtig und ermutigend, dass sie den New Approach nochmal hervorgehoben hat und uns auch gesagt hat, dass die EU-Kommission auch weiterhin auf dieses ja nicht mehr ganz so neues Mittel, aber für viele immer noch revolutionäres Mittel der Regulierung oder der Zusammenarbeit von Regulierung und Standardisierung setzt. Auch das sollte uns ermutigen. Wir brauchen agile Partizipation, auch das haben wir gehört. Wir brauchen Mut, Neues zu probieren, schnellere Entwicklungen, Abbildung selbstlernender Systeme. Wir müssen verschiedene Player mit einbinden, wir müssen internationaler werden. Digitalisierung und Normung kennt keine Grenzen, das Internet hat keine Schlagbäume. Auch das kam heute mehrfach rüber. Ich fand es immer wieder faszinierend, wie der Babelfisch immer wieder auftauchte, der Übersetzer. Der eine oder andere kennt den Hintergrund der Story von Douglas Adams, die eigentlich dahinter steht. Unsere Zukunft ist geprägt von den Themen Nachwuchs, wir haben es gerade noch mal erlebt, Normung und Sicherheit. Das waren die drei Themen unserer Foren, spannende Foren. Ich denke, alle, die dabei waren, haben das erlebt, auch mit verschiedenen Wegen, diese Foren zu moderieren, verschiedenen Arten, die, muss ich sagen, auch persönlich hochinteressant und spannend fand. Die Ergebnisse brauche ich hier nicht mehr zusammenfassen. Sie haben das gerade gehört. Ich denke, auch da steckt viel
Inhalt drin, das uns weiterbringt in der Zukunft, die wir weiter verwenden können. Normung vernetzt Zukunft, das ist das Thema dieser Tagung in diesem Jahr. Das wird uns weiter begleiten, Normung und Standardisierung 4.0. Nehmen wir ruhig ja, diesen Begrifflichkeit. Schnell, fast, smart, open und international. Das waren auch Schlagworte, die in den Präsentationen heute auftauchten. Die DKE, glaube ich wirklich auch aus Überzeugung, ist gut dafür aufgestellt, ist vor allen Dingen bereit, sich weiter dafür aufzustellen und sich aus sich selbst heraus zu verändern. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das brauchen wir alle als Mitwirkende in der Normung, dass unsere Organisation wirklich nach vorne guckt. Und dafür herzlichen Dank an die alle Hauptamtlichen, an die Geschäftsführung und alle, die mitwirken an dem Prozess Normung 2020. Das ist das Beste, was eine Organisation machen kann. Frühzeitig erkennen, dass sie sich verändern muss und dann die Veränderung aus sich selbst heraus zu betreiben, praktisch voranzugehen und nicht zu warten, bis sie von außen verändert wird. Genauso muss das sein. Die Impulse, die wir heute gehört haben, haben gezeigt, und ich glaube, das ist gut und ermutigend, dass unsere Arbeit in die richtige Richtung geht und dass wir durchaus erkannt haben, wo wir hinmarschieren müssen. Aber der Weg ist trotzdem noch weit, steinig und lang. Das müssen wir uns auch alle wieder vor Augen führen. Trotzdem kein Grund, ihn nicht zu gehen. Ja, bevor wir im Anschluss im unteren Stockwerk beim Get Together, zu dem ich Sie jetzt schon ganz herzlich einladen möchte, zu der Kommunikation da, zu den kleinen Speisen und Getränken, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Rednern und Beteiligten an dieser Tagung, bei allen, die das möglich gemacht haben, bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Teilnahme, für die Zeit, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, es war ein wertvoller Tag für Sie. Sie können etwas mitnehmen und wir wünschen Ihnen alle eine gute und sichere Heimreise und freuen uns auf ein Wiedersehen. Spätestens im nächsten Jahr wieder hier, mit Sicherheit aber in vielen Fällen auch dazwischen zu vielen Gelegenheiten, wo sich Norma wieder treffen, vermutlich die nächste eben im Oktober hier in Frankfurt beim IEC General Meeting. Die nächste DKE-Tagung 2017 findet am 4. Mai statt, der Termin liegt fest, gleich vormerken und ich kann Ihnen garantieren, wir werden wieder spannende Themen haben und wir werden vielleicht auch, nein, mit Sicherheit über erste Erfolge berichten, der Weiterentwicklung der Norm in Richtung Zukunft. Ganz herzlichen Dank und viel Spaß jetzt noch beim Get Together. Danke.